Hi Leute, herzlich willkommen bei Benny's Movie Collection. Zuallererst, ihr seht es, irgendwas stimmt hier nicht, irgendwas ist anders. Wahrscheinlich hallt der Ton sogar ein bisschen, denn wir sind gerade im Umzugsstress. Ende Mai werden wir hier ausziehen, werden in eine neue, größere Wohnung reinziehen. Und deshalb sind wir ein bisschen im Umzugsstress. Die Regale von den Wänden mussten ab. Die meisten Sachen werden jetzt gerade schon gepackt, deshalb ist der Raum hier schon etwas leer. Ich habe schnell im Hintergrund noch die Expendable 2 Flagge aufgehängt, damit es nicht ganz so leer ist. Ja, ich hätte jetzt auch ins Wohnzimmer gehen können, wo noch die Vitrinen stehen, aber die werden die Tage auch leer geräumt und alles wird weggeräumt. Und ja, ich habe heute ein richtig geiles Update bekommen, das ich jetzt unbedingt schnell vorstellen möchte, solange es noch geht, bevor jeder es jetzt wieder raushaut. Ich habe mich auf dieses Update schon lange gefreut. Es wurde kurz vor Release einmal verschoben um mehrere Wochen und jetzt kann ich es endlich präsentieren. Die Suspiria Ultimate Box. Meine Fresse, ist das ein Oschi. Ein Riesenteil, damit hätte ich nicht gerechnet. Zum Vergleich, ich dachte, das wäre ungefähr so groß wie die Herr der Ringe Box. Und dachte, da wären irgendwie die 10 Discs reingequetscht oder so. Ja, aber das Ding hat wirklich, ist glaube ich Vinylgröße, wie eine Schallplatte und natürlich nur etwas dicker. Das ist ein Riesenteil und das freut mich enorm. Das hat mich schon sehr, sehr positiv überrascht. Da bekommt man für sein Geld dann doch was geboten. Ich dachte erst, knapp 80 Euro für so eine Edition hier ist doch schon ein bisschen heftig, trotz viel Inhalt. Aber so ist das fürs Sammlerherz natürlich nochmal ein Ticken geiler. Das Ganze ist wirklich eine Riesen-Edition, ja, auf 3000 Stück limitiert. Hier sind etliche Gimmicks enthalten, Poster und 10 Discs sind, glaube ich, drin. Der Originalfilm ist das erste Mal auf Deutsch, glaube ich, in 4K dabei. Das Remake ist dabei in 4K. Soundtrack-CDs sind dabei, Poster, weiß Gott und die Welt, was noch da drin ist. Auf jeden Fall ein Riesenteil. Ich muss jetzt mal gucken, dass ich das einigermaßen gut präsentiert bekomme. Ich habe eben schon in der Film-Junkie-Gruppe gesehen, der liebe Zimmi hat das Teil auch bekommen und der wird das bestimmt auch noch vorstellen auf seinem Kanal, wenn er es nicht schon gemacht hat. Und ich habe bis jetzt auf jeden Fall noch keine Benachrichtigung, aber vielleicht ist er gerade dabei. Auf jeden Fall, das ist mal ein geiles Oster-Update, ja, würde ich mal sagen. Und das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Viel Spaß! Ja, hier ist dieses Riesenteil. Ich weiß gar nicht, wie ich das anständig zeigen soll. Ja, so sieht das Ganze aus. Blendet jetzt noch ein bisschen wegen der Folie, die machen wir aber gleich ab. Aber auf der Folie ist hier noch ein Aufkleber. Und hier sehen wir, dass es auf 3000 Stück limitiert ist. Die Ultimate Edition mit 10 Discs, Suspiria. Das Ganze ist ab 16 Jahren freigegeben. Hier sehen wir schon mal, was hier enthalten sein wird. Wir sehen hier noch einige Schauspielernamen, die hier mitmachen. Und der Name des Regisseurs vom Remake vermute ich, logischerweise. Und wir sehen DVD, Ultra HD und Blu-ray Discs sind hier enthalten. Ja, wir machen mal die Folie auf. Ich muss mal gucken, wie ich das jetzt hier anständig mache. Ah, komm schon. Viele werden den Aufkleber wahrscheinlich behalten. Ich brauche den jetzt nicht unbedingt. Ja, hier haben wir die riesengroße J-Card. Ein Riesenteil. Ja, ich tue das mal Stück für Stück hier einblenden. Oben haben wir etliche Szenenbilder zum Film. Dann haben wir hier eine kleine Anmerkung zu den Filmen, Dario Argento etc. Dann haben wir hier eine kleine Inhaltsangabe zum Film. Unten nochmal das Suspiria Logo. Und dann hier, was so enthalten ist in dieser Edition. 8 Artcards, 2 Poster, 10 Discs, ein 64-Seiten-Buch. Unten nochmal die Extras mit dem Inhalt und welche Extras hier auf der Disc enthalten sind. Und ja, unten nochmal ein paar Logos, 84 Entertainment etc. Heute habe ich es wieder hier. Ich bin schon ganz nervös hier. Ich muss mal gucken, wie gesagt, wie wir das Ding hier anständig präsentiert bekommen. Ja, das Ganze ist matt gehalten. Ich mache die Kamera mal etwas hoch. Das Ganze ist matt gehalten in schwarz.
Das Licht leuchtet jetzt hier drauf, dann wirkt das ein bisschen mit Weißschimmer, aber es ist matt schwarz. Wir haben hier so eine raue Oberflächenstruktur, wirkt so ein ganz bisschen wie Lederoptik. Dann haben wir nicht in Hochglanz, auch in matt gehalten, das S für Suspiria in Blut geschrieben. Das Ganze ist auch matt und dunkelrot. Es ist jetzt nicht so, dass es strahlend rot ist. Ja, es ist so ein bisschen dezentes Rot, aber gefällt mir ganz gut. Ist schlicht, aber hat was. Mir gefällt es richtig gut. Jo. Ja, dann haben wir hier an der Seite das Suspiria-Logo und das Amazon Studios-Logo. Unten komplett schwarz. An der Seite wieder dasselbe. Und hier auch wieder schwarz. Jetzt gucken wir mal auf die Rückseite, ob da auch was drauf ist. Ja, da haben wir einmal ganz dezent im Hintergrund eine Sichel. Die erkennt man wahrscheinlich kaum auf der Kamera. Ich habe sie so schon gerade kaum erkannt. Ja, also ist sehr schwer zu sehen, ist nur so eine Silhouette von einer Sichel. Und dann sehen wir hier die beiden Suspiria-Logos. Einmal von der Neuverfilmung in Rot und einmal in Orange, das vom Original. Wie gesagt, schlicht, aber mir gefällt es. Ja, hier oben haben wir eine kleine Delle drin, sehe ich gerade hier. So eine kleine Abnutzung von der Farbe, das ist natürlich ärgerlich. Aber wir gucken jetzt erstmal weiter. Und das Ganze wird so abgezogen, wie so ein Schuhkarton. Und dann schauen wir mal hier rein. Ja, wir haben hier diese Artcards, die sind natürlich auch riesig, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ja, die sind jetzt auch wirklich in so einer Größe von einer Schallplattenverpackung, von einer Vinyl-Aufbewahrungspappe. Und jo, richtig cool, ja. Das wäre jetzt natürlich was für in die Vitrine, für hinten dran. Hier haben wir Chloe Grace Moritz Charakter. Zieht die Dunkelheit an, Begabung. Sieht ganz schön verbraucht aus hier auf dem Bild. Ich bin schon echt gespannt, wie das Remake sein wird. Dann haben wir hier noch meine Artcard. Ich blende die mal kurz hier ein. Dakota Johnson. Das wird sich demnächst alles ändern hier, weil ich werde meine Position in der neuen Wohnung auch ändern. Da kann ich solche großen Sachen besser präsentieren. Ich finde die richtig geil, sind auch richtig schön hochwertig. Der Druck ist wirklich 1A, qualitativ wirklich sehr gut gemacht, dicke Pappe und Hochglanzpapier. Sehr nice. Tilda Swinton müsste man auch kennen, hat unter anderem auch bei Doctor Strange mitgemacht. Oh, die ist geil. Das ist ein geiles Foto. Das gefällt mir richtig gut. Ich glaube, das muss ich mir irgendwo hinstellen, hinhängen, einrahmen. Das ist wirklich richtig nice gemacht. Jo, dann haben wir hier dieses Buch. Ah, das ist sehr, sehr schwer zu präsentieren. Ich versuche jetzt mal die Position zu wechseln, damit ich das hier anständig präsentieren kann. Ja, hier sind wir wieder in der Ego-Perspektive. Ich habe mich jetzt mal hingestellt, die Kamera nach oben positioniert, damit man das Buch hier besser präsentieren kann, weil alles andere hat keinen Wert. Ja, wir öffnen das Ganze mal und schauen uns dieses Buch mal an. Ich denke, so kann man alles einigermaßen gut erkennen. Das Ganze ist hier wirklich auf Hochglanz gedruckt und sehr hochwertig, gefällt mir richtig gut. Suspiria und dann blättern wir hier mal durch. Sehr viel Textinhalt, da gibt es wieder genug zu lesen. Ich hoffe, das Licht blendet jetzt nicht zu sehr. Suspiria 2018, die Poster. Ja, hier sehen wir verschiedene Poster-Artworks. Gefallen mir richtig gut. Ich glaube, da muss ich mir noch ein oder zwei zulegen. Die gefallen mir beide sehr gut. Würden bestimmt richtig cool rüberkommen im Wohnzimmer. Dann die Kulissen.
Ich bin schon wirklich gespannt, ob sie dem Original gerecht werden. Und ich bin ja Fan von Remakes, muss ich ehrlich zugeben. Ich bin nicht so oft enttäuscht wie andere Leute, weil ich nicht zu sehr auf die alten versteift bin, auf die alten Filme so fixiert bin. Ich gebe neuen Filmen immer gerne eine Chance, ja. Der Tanz. Auch sehr geil, ja. Ja, ich glaube, das blendet hier alles ein bisschen, aber man kann es, denke ich, gut erkennen. Das ist halt der Nachteil jetzt von dem Hochglanz. Aber wie gesagt, so bekommt ihr mal einen kleinen Einblick. Der Film ist bestimmt total strange und abgedreht wie das Original. Auch eine sehr coole Schauspielerin. Ich mag die richtig, ja, schon von klein auf. Von damals, als sie bei Kick-Ass, habe ich die, glaube ich, das erste Mal gesehen. Und da hat die schon ihre Rolle richtig geil gespielt. Ist eine gute Schauspielerin, wie ich finde. Und auch sehr hübsch. Hier wirkt sie jetzt nicht so hübsch, aber in der Regel eigentlich ein hübsches Mädel. Und hier nochmal Poster vom Originalfilm. Bilder aus dem Film. Der Original hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ich kann heutzutage nicht mehr so viel mit ganz so alten Filmen anfangen, aber Suspiria habe ich sehr spät die Erstsichtung gemacht und war ein Film, den habe ich mir in sehr kurzer Zeit sogar zweimal hintereinander reingezogen, weil er mir so gut gefallen hat. Soundtrack Listing, Goblin Soundtrack für den Dario Argento Film ist hier auch enthalten. Dann haben wir hier Thom Yorke, zwei CDs sogar, und das ist auch schon das Ende von diesem Buch. Sehr, sehr cool gemacht, wie ich finde, und wir schauen mal, was noch in dieser Box enthalten ist. Wir haben uns ebenso schön über Poster unterhalten, und hier sind zwei Poster enthalten: einmal vom Original. Ich muss die Kamera jetzt einmal in die Hand holen. Und einmal vom Remake, sogar das Poster, wo ich eben beim Buch gesagt habe, das gefällt mir richtig gut. Und das hat richtig große Maße. Und das ist wirklich würdig im Wohnzimmer zu hängen. Ich finde dieses Poster richtig mega. Schade, dass sie in so einer Box halt gefaltet sind, nicht gerollt, aber ein richtig schickes Poster auf jeden Fall. Ja, hier sind wir wieder in der anderen Position. Hier sehen wir Staatstheater Berlin, Tanzgruppe, Aufführung, Freitag. Alles ist so ein bisschen surreal gestaltet und hier in der Mitte befindet sich dann die Box und die schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Ich muss mich an dieser Stelle erstmal für dieses Chaos entschuldigen, denn ich bin selbst überwältigt von der Größe und den Ausmaßen dieser Collector's Edition. Darauf war ich nicht gefasst und ehrlich gesagt nicht richtig vorbereitet. Und ja, aber ich denke, im Großen und Ganzen hat man alles, was wichtig ist, gut erkannt und gesehen. Und jetzt schauen wir uns das Herzstück dieser Edition an. Diese Collectors Box mit den ganzen Discs drin enthalten. Wir sehen hier vorne ein Charakterbild, welches auch so ein bisschen skurril gestaltet ist. Das gefällt mir auch ganz gut, passt zu Suspiria. An der Seite sehen wir wieder Suspiria. Das Logo. Hinten sehen wir auch das neue Suspiria-Logo, auch hier an der Seite. Und unten haben wir nichts. Und oben auch nicht. Ja, und wir öffnen das Ganze mal. Das Ganze sieht dann so aus in der ersten Phase. Und hier kommt mir auch schon was entgegen. Ah, das kann man so aufklappen. Ja. Das sieht dann so aus. Auch hier zwei Discs nochmal enthalten. Das kann man dann so nach unten aufklappen. Dann haben wir hier Chloe Grace Moritz und hier nochmal zwei Discs. Und dann kann man das Ganze auch nochmal hochklappen. Und hier sind dann die restlichen Discs und das Ganze ist wie ein Kreuz aufgebaut. Das gefällt mir doch richtig, richtig gut. Ja, wir haben hier wirklich sehr viele Discs enthalten. Wir haben das Remake einmal hier auf Blu-ray
Dann haben wir das Remake auf, oh, da fällt es runter, dann haben wir das Remake auf DVD, dann haben wir hier das Original auf Ultra HD, das Original auf DVD, das Remake auf Ultra HD und nochmal auf DVD. Also ihr seht, jedes Format ist hier vertreten. Und unten haben wir dann nochmal Soundtrack-CDs, zwei Stück vom Original und zwei Soundtrack-CDs von der Neuverfilmung. Ja, eine richtig, richtig geile Edition, wie ich finde. Und da hat sich das Geld auf jeden Fall gelohnt. Ist sehr cool aufgemacht. Und ja, wie gesagt, Entschuldigung für das Chaos, aber ich bin überwältigt von dieser Edition und ich bereue den Kauf definitiv nicht. Yo, ich wechsle nochmal in die normale Position, sag noch ein paar Worte zum Abschluss. Bis gleich. Ja, das war die Ultimate Edition von Suspiria mit dem Original, mit dem Remake drin enthalten. Ich finde, das ist wirklich eine schicke Box. Prall gefüllt mit Extras. Für den Preis muss jeder für sich selbst wissen, ob es ihm das wert ist. Ich finde jetzt, er ist ja runtergestuft worden vom Preis auf 77 €. Vorher hat es, glaube ich, 88 oder 89 € gekostet. Und ich finde, für 77 € ist das eine Sammler-Edition, die ihr Geld wert ist. Vor allen Dingen, weil hier zwei 4Ks enthalten sind, die Soundtrack-CDs, so viele Discs und Gimmicks. Ich finde das Teil wirklich gelungen. Und ihr könnt mir unten mal eure Meinung zu dieser Edition in die Kommentare schreiben. Habt ihr Suspiria zu Hause, das Original, das Remake? Wenn ja, in welcher Edition? Oder habt ihr sogar auch diese Edition hier vorbestellt? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch ein schönes Osterfest und wir sehen uns ganz bestimmt beim nächsten Video. Euer Benny. Ciao.